Hallo, liebe Zuschauer, Fred Weidler talkt mal wieder. Diesmal mit jemand, der lebt davon, dass er redet. Das ist ja bei mir ähnlich, für diejenigen, die mich schon ein bisschen länger kennen. Und ich freue mich, dass er Zeit hat und begrüße Stefan Wolder. Stefan, das bin ich. Das bist Sei du. Gegrüßt, Fred. Stefan Wolder ist ein Warm-Upper und seit 1997 in diesem Job unterwegs. Erklär mal, was ist ein Warm-Upper? Oh, da kann ich dir ganz lange Geschichten erzählen. Erstmal muss ich ja feststellen, schön, dass du mich angerufen hast und auch Gott sei Dank zu einer korrekten Zeit, weil bei uns hier im hohen Norden ist es mittlerweile mittags und wie Udo Jürgen schon einer seinerzeit sagte, mittags, das ist sozusagen das Morgenmagazin für den Warm-Upper, obwohl er mich noch gar nicht kannte. Aber ich habe auch alles dabei, viel aufgeschrieben und eine gute Tasse Kaffee. Das Wetter ist glänzend, die Laune auch. Also insofern erstmal auf dein Wohl. Und Fred, wir müssen vielleicht den Menschen draußen, den Millionen Menschen, die zugucken, noch eins verraten. Wir kennen uns schon ein bisschen länger als nur 1997. Oi, ich weiß gar nicht, wie lange. Hilf mir mal. Ich begann ja meine Radiozeit in Bamberg Ende der 80er Jahre. Und da hast du noch ganz aktiv auch für andere Firmen sozusagen als Headhunter agiert und hast mich 1990 sozusagen abgegriffen aus den Händen des Privatradios und hast mich verpflanzt nach Wiesbaden. Unfassbar. Abgegriffen klingt gut. ja, das war so. Wir sind da irgendwo hingefahren. Wo war denn das nochmal, wo du deinen neuen... Also ich habe noch nie einen Autofahrer erlebt, der mit einem neuen Auto Schlaglöcher gesucht hat. Stefan ist auf Schlaglöcher zugefahren, um was auch immer bei dem Auto zu überprüfen. Was war denn das für eine Karre? Also erstmal war das eine Geländekarre und ich musste natürlich den Allradantrieb auf unserem Weg nach Prag auf das Herz und Nieren prüfen. Und wir haben in Prag neue Talente für Varieté-Zauber gesucht und wir haben uns also da irgendwelche Pudelshows angucken müssen und dürfen und irgendwelche leicht bekleidete Damen, aber Schnee von gestern, Schwamm drüber. Und es waren Weihnachten, wir waren schön brav. Also, seit 1997 bist du unterwegs als Warm-Upper. Bitte klär uns auf. Also, seit Mitte der 90er gab es viele, viele Talkshow-Formate in den privaten TV-Kanälen. Sei es nun Andreas Türk, Vera am Mittag und wie sie alle hießen. In einer inflationären Art und Weise wurden diese Sachen produziert. Und man erinnerte sich seinerzeit an eine amerikanische Variante, wenn man so eine Staffel aufzeichnete, 3, 4, manchmal sogar 5 Sendungen an einem Tag mit wechselndem Publikum, muss man irgendwie jemand haben, der Prost, oh, Gin Tonic schon am frühen Morgen, nicht schlecht. Wasser mit Zitrone, na. Ja. Sagt er immer, auch schon damals in Prag. Ja, genau. So, wenn man so eine Staffel aufzeichnet, braucht man natürlich jemanden, der das Publikum an die Hand nimmt, der sozusagen ein Katalysator ist für die Dinge und für die Dinge, vielmehr gesagt, die übersetzt werden müssen. Die Regie hat eine Idee, wie die Sendung zu laufen hat. Die Redaktion ohnehin, der Moderator. Da kann man natürlich das Publikum nicht desillusionieren und rausgehen und sagen, so passt mal auf, liebe Leute, wenn ich das Lämpchen hochhalte und es ist rot, Mund halten, wenn das Lämpchen grün leuchtet, dann agiert ein bisschen nett. Das ist doof, macht man nicht, weil die Besucher in einem Fernsehstudio, das ist wie eine Fahrt ins Blaue für die. Für die ist Fernsehen ganz groß. Also nutzt man sozusagen die Show vor der Show, um wichtige Dinge zu transportieren. Zum einen die technischen Abläufe, wenn zum Beispiel eine Matz, ein Einspieler, eingeblendet wird, muss man, bevor er zu Ende kommt, anklatschen, damit einfach im Bildschnitt es charmanter aussieht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, du machst das sehr gut. Du bist ja auch jahrelang professioneller Anklatscher auf Mallorca gewesen. Hat Jürgen Drews erzählt. Aber pass auf, der Punkt ist ja auch der, dass die Menschen auch im Studio einen Orientierungspunkt brauchen. Und das ist nicht die Aufnahmeleitung, sondern das bin ich. Ich finde während der gesamten Sendung im Studio, im Set statt, sodass mich die Menschen auch sehen können. Auch klamottentechnisch bin ich so, dass ich nicht der Moderator bin, überkandidelbunt. Ich bin aber auch nicht der Kameramann, lässig, leger, sondern ich bin
irgendwo so in so einer Zwischenwelt, also ich möchte mal sagen, H&M 2.0, und insofern kann man mich also immer wieder erkennen. Dann sorge ich mit meinem Auftritt für Reaktionen. Diese Reaktion benötigt man in der Post-Production, also in der Nachbearbeitung, für die Bild-Zwischenschnitte. Weil, wenn die Sendung läuft, sind alle Kameras auf die Darsteller, auf den Moderator, auf die Künstler zeigend am Start. Da kann man nicht so schnell umschwenken, wenn jetzt ein Gag gelandet wurde. Stefan, in welchen Shows warst du eigentlich leider nicht zu sehen, aber aktiv? Leider nicht zu sehen, hast du sehr gut intoniert. Einige sagen immer, Stefan, du hast ein Radiogesicht. Ja, witzig. Nein, pass auf, ich habe mir ein paar Notizen gemacht und ich habe festgestellt, als ich diese Notizen mir machte, wow, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Aber pass auf, unter anderem waren dabei und sind noch dabei, das Quiz mit Pilawa, Starquiz mit Pilawa, Telebingo, das war eine Live-Sendung auf im MDR, Carmen Nebel Weihnachtsshow, die Sat.1 Flutopfergala Deutschland hilft, die Jubiläumsausgabe RTL Chartshow mit Olli Geissen, die Ehrlich Brothers Magic School, Stimmt's, Nasiste, NDR Quizshow mit Carlo von Tiedemann, die Leuchte des Nordens, Nord- oder Ostsee, das große Quiz der Küste, Schlager des Jahres, Roland Kaiser Show, alle Shows mit Stefanie Hertel, Muttertag, Weihnachten, Kulthits mit Kim Fischer, legendär auch Kahn der guten Laune mit dem Achim Menzel, mit dem unvergessenen Achim Menzel. Oh ja, der leider nicht mehr unter uns ist. Ja. Ja. Die große MDR-Silvester-Show Kahn der guten Laune hatten wir gerade eben. Schätzen Sie mal, Quizduell genial daneben mit dem Herrn Balder und Frau von Sinn. Und sogar der Semper Opernball musste mit mir auskommen. Dazu hatte ich dann einen Leihfrack an, der mir doch irgendwie nicht so richtig passte. Aber wir haben es geschaukelt und es war einfach nicht nur opernhaft, es war operettenhaft. Sie merken, liebe Zuschauer, der Mann redet Wahnsinn. Also ganz, ganz toll. Also, konkret, ich bin schüchtern und zurückhaltend. Ich bin schließlich Wassermann und Wassermänner sind, die haben, du wirst es auch nicht glauben, ich habe vor jeder Sendung auch Lampenfieber und ich könnte zweimal aufs Klo rennen. Aber davon mal abgesehen, bevor ich mit der Aufzeichnung hier gleich ins Klo greife, ich habe ja noch zwei, drei ganz wichtige Sachen vergessen. Nämlich meine, toi, 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 hier bei Holz, meine Millionseller. Es gibt Formate, die sind seit Jahren, seit Jahrzehnten derart erfolgreich und ich konnte mit von Anfang an dabei sein und habe auch sozusagen eine kleine Duftmarke auch dort hinsetzen können und da bin ich extrem stolz drauf. Zum einen seit 17 Jahren für den MDR das Vorabendquiz Quickie mit Andrea Balschuh, die man auch aus dem ZDF, Volle Kanne und Leute heute kennt. Dieses Quiz in den dritten Programmen ist das erfolgreichste, quotenstärkste Quiz aller Zeiten der dritten Programme und erreicht Quoten um die 20% und läuft immer samstags kurz vor 20 Uhr. Und der andere Millionseller, ich sag's wie es ist, das ist, wer weiß denn sowas. Mittlerweile jetzt im 8. Jahr, ich war bei der Pilotierung dabei und mit Bernhard, mit Elton, mit Kai, eine tolle Familie, eine tolle Crew und das ist auch, um schon mal ein paar Dinge vorwegzugreifen, der Antrieb, etwas Kontinuierliches durchzuziehen. Die Kontinuität, also keine Schnellschüsse, die wie Raketen am Himmel wieder verglühen, sondern immer stetig dabei zu sein und dann mit einer Crew zu arbeiten, die einfach Bock hat auf das, das ist das Allergrößte. Ich mache dann immer den Finger hoch, wenn ich was sagen will. Ein neues Wort habe ich gelernt. Pilotierung. Das ist, ja, wenn ein Pilot gedreht wird, der dann später, ist das so, ne? Das habe genau, ich auch absolut gehört. Also du bist ja sprachtechnisch auf sprachtechnisch ganz weit vorne. Frage: Wie wichtig für einen Moderator oder eine Moderatorin bist du denn, wenn du den quasi so die Stimmung vorab versuchst, so ein bisschen in Richtung des Moderators zu lenken und so. Hast du da, wenn du selbst die bestmögliche Atmosphäre eingefangen hast für den Künstler, ist das der Punkt, was der Moderator braucht, bevor er dann live vor die Kamera tritt? Also meiner Meinung nach braucht er das natürlich, weil letztendlich ist das meine Rechtfertigung für meinen Job. Aber weißt du was, Fred? Da können wir doch vielleicht mal den Bernhard zu befragen, weil den treffe ich ja regelmäßig im Studio Hamburg und da war ich doch glatt mal in seiner
Garderobe. Naja, ich sag mal so, das Publikum kommt rein und ist, ich sage es mal, kalt. Auch wir kommen rein und haben das Publikum vorher nicht gesehen. Auf der Bühne habe ich 1,5 Stunden Zeit, die Leute zu begeistern, damit sie wenigstens bei der Zugabe klatschen. Und diese 1,5 Stunden übernimmt halt quasi der Stefan. Er heizt das Publikum ein, wie seine Berufsbezeichnung schon sagt. Und vor allen Dingen, er sorgt dafür, dass, wenn ich ins Studio komme, ich mich schon ein Stück weit wie zu Hause fühle. Der Herr Hohecker, unfassbar nett, der Typ. Aber deine Sendung, die lebt ja auch davon, dass es immer eine ausgleichende Gerechtigkeit gibt, auch zwischen den Geschlechtern. Wir müssen ja sozusagen gendermäßig auf dem Sender sein. Wir sind ja ein Gender-Sender. Deswegen ganz schnell, ich habe da was vorbereitet, natürlich auch noch aus der femininen Abteilung ein Statement. Und ich darf so ein bisschen scheinbar despektierlich über sie quatschen, weil wir kennen uns so lange. Eine ganz tolle Frau. Die Andrea hat nämlich auch noch was dazu zu sagen. Andrea Ballschuh. Ich finde, eine Show, eine Unterhaltungsshow, in der es Publikum gibt, kann nicht gut sein ohne Warm-Upper. Also wir mussten ja, als unser Warm-Upper mal ausgefallen ist, ohne das Ganze über die Bühne bringen, du hast sofort einen riesengroßen Unterschied gemerkt. Die Leute sind einfach, also wie alleingelassen quasi. Dieses Publikum braucht eine Führung, braucht jemand, der sie durch diese Sendung begleitet, auch energetisch. Also muss sie auch energetisch in diese gewisse Stimmung bringen, dass diese Begeisterung auch spürbar wird. Das überträgt sich dann auf die Kandidaten, das überträgt sich auf den Moderator. Also eine Sendung, finde ich, ist nur so gut und so schlecht wie das Publikum, und das Publikum ist so gut und schlecht wie der Warm-Upper. Also ich finde, jede Unterhaltungsshow mit Publikum braucht zwingend einen Warm-Upper. Ja, das ist eine sehr sympathische Frau, die kennt der alte Mann, der Showbusiness-Rentner aus Wiesbaden und Mainz natürlich auch. aber du hast doch sicher bei diesen ganzen Warm-Ups mit Publikum damals ohne Corona, jetzt mit Corona einige Erlebnisse. Plauder doch da mal bitte aus der Hinterhand. Also es gibt natürlich Erlebnisse während des Warm-ups, Erlebnisse mit dem Publikum, Erlebnisse gegenüber dem Publikum. Was bei Andrea, die wir gerade gehört haben, besonders interessant war, war sozusagen die Begegnung vor dem eigentlichen Warm-up. Man muss sich ja auch so ein bisschen mit dem Moderator, mit der Moderatorin beschnuppern. Und unser erstes Treffen, das war dann doch ein bisschen holprig, weil ich habe so eine norddeutsche Art, bin da relativ forsch. Und da hatte ich irgendwie nicht das Glück, den rechten Nerv bei Andrea zu treffen. Aber pass auf, das wird sie dir jetzt alleine und ganz solo und ohne mein Dazutun mal erzählen. Als ich mit dem Warm-Upper das erste Mal Kaffee trinken gegangen bin, damit wir uns besser kennenlernen, weil Warm-Upper und Moderatorin sollten sich gut verstehen, ja? Das sollte irgendwie die Energie matchen. Da war ich doch leicht schockiert, dass der Warm-Upper einfach jeden geduzt hat. Wir waren im Café und der Kellner kam, oder die Kellnerin, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und mein Warm-Upper hat diesen Kellner oder diese Kellnerin einfach geduzt. Und ich fand das unmöglich. Aber ich sagte, das kannst du nicht machen. Stefan, du kannst nicht jeden einfach so duzen. Also, warum nicht? Na klar, ich fand das unmöglich. Aber ich habe ihn 17 Jahre später trotzdem immer noch lieb. Oh, hast gemerkt, das war aber haarscharf. Da habe ich noch mal so die Kurve von Herrn Knigge bekommen. Also ich hab sozusagen in der Pole Position noch mal den Vorderwagen so ein bisschen kaschiert, touchiert und überhaupt. Aber ich muss eins sagen, es hören jetzt zwar viele Menschen zu, aber vielleicht gerade jetzt nicht Andrea. Andrea, ich mag dich so dolle. Das ist immer ein Erlebnis, mit dir zu arbeiten. Echt. Das hat ja nun geklappt. Ihr habt euch ja nun lieb, Gott sei Dank. Und das bringt mich zur nächsten Frage. Du bist ja, wie gesagt, mit vielen TV-Größen zusammen und vielleicht auch in der Garderobe. Gibt es da irgendwelche Macken und Besonderheiten? Man liest ja aus dem Showbusiness, was die sich alle so wünschen, von Alka-Seltzer in Gold oder whatever. Erzähl mal. Also, ich könnte natürlich aus dem Nähkästchen plaudern und die Enzyklopädie des sich daneben Benehmens eröffnen. Man ist aber halt wie ein Doktor, wie ein Psychiater, man unterliegt der Schweigepflicht. Es gibt natürlich Begegnungen mit Prominenten,
da bist du bass erstaunt, wie die so drauf sind. Punkt, Punkt, Punkt. Also da kann jeder sozusagen das platzieren, was er so denkt oder was er sich vorstellt. Aber es gibt natürlich auch Begegnungen mit den Kollegen aus dem Showbusiness. Die sind ja genauso wie du und ich, die sind aus Fleisch und Blut. Und in erster Linie ist es ja so, wenn man am Set arbeitet, ist jeder auf seine Art und Weise konzentriert und mit sich selbst beschäftigt. Aber trotzdem werden manchmal am Set auch so Nebenschauplätze aufgemacht und eröffnet. Und am Set von wer weiß denn sowas, gibt es so einen Nebenschauplatz, wo Herr Elton sich manchmal umdreht in meine Ecke, wo ich stehe, und den Kopf nur schüttelt. Warum? Man muss sich das so vorstellen, in dem wer weiß denn sowas Studio ist meine Position als Warm-Upper genau gegenüber von Bernhard Hoecker. Und wenn Bernhard direkt in die Kamera schaut, dann muss er auch immer mich angucken dabei. Das ist sozusagen unsere Achse. Und Bernhard ist nicht nur ein Mensch, der davon lebt, mit vielen Wissensdingen aus seinem Hirn zu sprudeln, sondern er braucht auch so eine Interaktion. Das heißt, er braucht immer ein Gegenüber, einen Partner. Und das bin ich tatsächlich ständig im Studio. Das klingt ja wie eine Beziehung. Naja, so weit möchte ich nicht gehen, aber pass mal auf. Ich habe da was vorbereitet, denn ich glaube, der Bernhard, der kann es viel besser erklären und das finde ich echt toll. Das Tolle ist, dass ich eine persönliche Beziehung zu ihm aufbaue. Das heißt, wenn etwas im Studio passiert, wo die Reaktionen anders sind, als ich denke, dann gucke ich ihn an und er guckt mich zurück, so wie man das kennt, wenn irgendwelche Kumpels untereinander sich durch einen Blick bereits verstehen, aber man als Außenstehender nicht so genau weiß, was los ist. Aber das gibt einem ein Gefühl von sich wohlfühlen und ein Gefühl der Sicherheit. Und manchmal ist es auch so, dass ich mit der Sendung beschäftigt bin und auf einmal höre ich ein Lachen aus dieser Ecke und dann gucke ich rüber und sehe jemanden, der viel Spaß hat. Ich weiß aber nicht genau, warum. Das klären wir dann im Anschluss. Naja, ich muss schon sagen, du kriegst da schon positive Resonanzen. Das wünscht sich der Showbusiness-Rentner ja manchmal auch im Internet, weil man bemüht sich halt und da kommt kein Feedback. Muss man eigentlich zu diesen TV-Größen eine, nicht persönliche Beziehung, sondern so ein Draht, so ein, dass man miteinander kann, so irgendwie so eine Linie aufbauen? Wenn, das ist im Prinzip wie in einer Ehe. Du musst immer für eine unterhaltsame Mischung sorgen, dass es nicht langweilig wird, dass das Vertrauen bleibt, dass auch die Wertschätzung bleibt. Und diesen Dialog, den macht man am besten in einem Gespräch klar. Wir leben in einer so schnelllebigen digitalen Welt, wo manchmal der direkte Kontakt so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird. Und ich nutze einfach das Analoge, ich bin bei dir, ich schau dich an, das gilt für Bernhard, für Elton, das gilt auch für Andrea Beischuh und die anderen. Bevor es losgeht mit einer Sendung, mit einer Aufzeichnung, bevor es überhaupt losgeht mit dem sich kennenlernen, ist erstmal der eigene Drang da, denjenigen anzusprechen, einfach mal auch so abzutasten und abzuchecken, wie weit man so gehen kann. Und was ich vorhin sagte, es ist so ähnlich wie bei einem alten Ehepaar. Und solange es während der Sendung, während des Warm-ups kribbelt und einfach der Energiefluss zu spüren ist, dann fühle ich mich wohl und dann fühlt sich der Moderator wohl, dann ist das Publikum, fühlt sich mitgenommen. Also in Summe perfekt für die Produktion, perfekt für die Sendung. Und ich habe hier noch so ein altes Bild gefunden, da steht auch immer mein Stichwort prickeln drauf. Und du weißt ja, der Norddeutsche ist dadurch besonders auffällig, dass er so einen ganz komischen Schnack drauf hat. Ne? Er ist ja immer so relativ schnell, trägt das Herz auf der Zunge. Das sagt man immer vom Kölner, aber das der Hanseat macht das auch. Und ich glaube, wenn du noch mal in deiner Kiste kramst, da hattest du noch so einen Videoschnipsel auch von Frau Balschuh. Und die kann das so wunderschön beschreiben in Sachen Beziehung, Kribbeln und was meine Rolle dabei ist. Gucken wir uns an. Ist so lustig. Wenn Stefan und ich da zusammen vor dem Publikum stehen, haben wir so einen Schnack drauf. Der ist schon ganz schön frech.
Und lustigerweise bin ich zu niemandem so frech wie zu Stefan, aber ich weiß, der kann das einstecken. Und das Publikum liebt das. Die lieben das, wenn wir uns so die Bälle hin und her schmeißen. Dieses Freche, das gibt dem Ganzen so ein, ja, so was Prickelndes. Und die Zuschauer fahren total drauf ab. Es führt immer wieder zu Lachern. Und wir sind inzwischen so vertraut miteinander. Also wir können uns inzwischen alles erlauben. Da kann er mal einen Spruch mir gegenüber machen. Ich kann einen Spruch ihm gegenüber machen. Und dadurch bleibt das Ganze einfach schön lebendig. Also nichts wäre schlimmer, als wenn wir uns nach 17 Jahren miteinander langweilen würden. Aber ich bin jedes Mal froh, wenn er kommt. Und es ist jedes Mal schrecklich, wenn er nicht kann. Dann vermissen wir ihn schmerzlich. Nun ist ja so eine Live-Sendung oder auch eine Aufzeichnung ist ja eine Aufgabe. Was passiert eigentlich, wenn da mal eine peinliche Situation ist? Gab es mal peinliche Situationen und wie kommt man da wieder raus? Also ich entsinne mich einer besonders peinlichen Situation. Da bin ich gar nicht rausgekommen, weil ich gar nicht reingekommen bin. Pass auf, in der Anfangszeit, 97, war ich für Schwarzkopf TV in Hamburg für die Formate Andreas Türk, Sonja und Pilar war am Start. Wir haben in einem Studio in 3 Sets gearbeitet und es ging Schlag auf Schlag. Nun hatte aber der Herr Wolter an dem Tag, wo er zum Einsatz kam, ein bisschen Probleme mit Magen-Darm. Und ich saß nun auf der keramischen Abteilung und hatte mit Herrn Willeroy und Boch einen Dialog. Und weil, wie in einem alten Theater, auch Lautsprecher in den Toiletten untergebracht sind, hörte ich, wie die Sendung begann ohne mich. Ich kam natürlich aus dieser Bedrulle nicht raus, konnte mich im Nachhinein natürlich erklären, aber das war eine echte Superpanne. Und bevor ich drin war, war ich eigentlich schon wieder draußen. Eine andere Geschichte war bei der NDR Quizshow Leuchte des Nordens mit Carlo von Tiedemann. Wir beide sind auch so ein paar Schnackbrüder und manchmal vergisst man darüber, dass ja noch ein paar andere Apparaturen im Studio rumstehen, wie zum Beispiel Kameras oder auch so ein langer Kamerakran. Und ich war nun so beherzt am Set, dass ich das Publikum förmlich anspringen wollte aus der Dekoration heraus. Aber ich landete mit meinem Kopf direkt am Kran und habe dann die restliche Warm-up-Situation mit dem Einhorn durchziehen müssen. Und insofern musste auch in den Tagen drauf ich mich immer wieder erklären, warum ich denn nun so eine dicke Mickey Krause Einhornbeule am Kopf mit mir rumtrage. Das ist natürlich, wenn du so ein bisschen eitel gestrickt bist, natürlich immer doof. Ne? Du hast immer das fein gebügelte Hemd an und die blaue Socke und dann plötzlich das Horn. Aber egal, c'est la vie. Was gab es sonst noch an peinlichen Sachen? Da muss ich mal überlegen. Gerade letzte Woche passiert. Auch am Set von Wer weiß denn sowas. Man sollte die Dispo lesen, wenn sie noch warm ist. Also ich habe mich immer darauf verlassen, dass wenn man freitags produziert, ist die erste Sendung um 10:45. Nun war was? Ich dachte, die fangen nachmittags an, damit dann alle ausschlafen. Wir sind schon um 10:45 im Studio. Ja, wir sind fleißig, wir sind wirklich fleißig. Aber es hatte sich eine halbe Stunde nach vorne verlegt. Wusste ich aber nicht, so hatte ich nicht drauf. Und ich kam aufs Set von Studio Hamburg und da kam mir schon ein Kameramann entgegen und sagte, Stefan, nun beeil dich mal, dein Publikum sitzt schon im Studio, die warten schon. Ich sage, ja, Alter, natürlich. Ich habe doch die Uhr hier im Blick. Ich dann also rein und zum Covid-Test und ich saß da und dann sagte der Sanitäter, alles klar, so jetzt Testung, es ist 10.38 Uhr, du kannst in einer Viertelstunde dann loslegen. Und ich war völlig sicher und ich war so eine coole Socke und unfassbar cool. Und immer wieder kamen Leute rein und sagten, willst du nicht langsam anfangen? Ich sage, Alter, ich habe noch Zeit. Und bis dann die Aufnahmeleitung kam, so, Stefan, die Sendung geht los. Und erst dann merkte ich, scheiße, ich bin völlig, völlig verkehrt. Und dann habe ich mit Köfferchen und dem gebügelten Hemdchen bin ich ins Studio, habe es hinten an der Tonregie fallen lassen. Dann kam von hinten der Tonmann, hat mich verkabelt, verdrahtet. Vorne hatte ich das Mikrofon, habe dann schon aus dem Off gesülzt und gesabbelt und bin dann in meinen Straßenklamotten rein ins Studio. Und es konnte natürlich noch alles gerettet werden, aber da Kai Pflaum auch immer sehr viel Wert legt auf einen gewissen äußeren Stil, kam er ins Studio und ich stand in Straßenklamotten da
Und er sagt aber, naja, heute mal ein bisschen entspannt, aber es ist Freitag, lass ich mal durchgehen. Ist natürlich auch irgendwie eine peinliche Situation, aber das sind so die kleinen Sachen, die nebenbei passieren. Also keine großen Stories und Hype. Ich habe hier nochmal einen Zettel mir hingepackt, da steht noch was drauf und da muss ich einfach mal feststellen, dass sonst keine Besonderheiten vorgefallen sind. Nee, ich war immer brav und immer konzentriert. Ich glaube, das ist ja auch das Lampenfieber. Wenn man Lampenfieber hat, ist man automatisch konzentriert und wachsam und da kann nicht so viel passieren. Liebe Zuschauer, ich muss kurz was erklären. Wenn ich nach unten gucke, heißt das nicht, dass ich in mich gehe, sondern Nein, er hat's im Rücken. ich habe Rücken, ja genau. Ich habe einen richtigen Ablaufplan. Daran erkennt man natürlich den Profi von meinem Freund Stefan bekommen. Und da steht jetzt, nachdem du jetzt ausgetrunken hast, ein Spieler Bernhard. Ja. Erzähl. Ja, der weiß nämlich um die richtigen Pannen Bescheid, weil der kann uns nämlich eine Panne erzählen, die sozusagen in der laufenden Sendung passiert, die der Fernsehzuschauer nicht mitbekommt, die aber das Publikum mitbekommt und was ich daraus nachher hab machen müssen. Ich sag mal, Film ab. Das sind meistens die Pannen, wenn die Technik ausfällt. Das ist eigentlich immer am lustigsten. Desletzt zum Beispiel fiel ein Rotlicht aus in der Kamera und dann kam halt jemand rein und reparierte das Rotlicht und dann sagte ich sowas wie, dieser Mann ist fürs Rotlicht zuständig, der muss nachher noch auf die große Kreuzung, da ist auch was nicht in Ordnung. Das kriegen die Leute halt nicht mit, aber für das Publikum ist es was ganz Besonderes. Und wenn es mal Probleme sind, wo wir selber das Studio verlassen müssen, wissen wir, es ist immer jemand da, der sich um die Menschen kümmert, die wir da zurücklassen. Naja, Stefan, so kenne ich dich natürlich. Rotlicht. Und also ich muss schon sagen, so ein Warm-up ist schon wesentlich umfangreicher, als sich der normale Fernsehzuschauer das manchmal vorstellt. Und es ist doch schon so, dass du bei gewissen Notsituationen das Zepter in der Hand halten musst. Das denke ich mir schon. Aber wie lange dauert eigentlich so ein Warm-up? Also das perfekte Warm-up, so wie ich es Old School in den 90ern gelernt habe, 12 bis 15 Minuten. Das ist so ein Zeitrahmen, in dem man einen perfekten Spannungsbogen aufbauen kann. Und dann am Ende dieses Spannungsbogens kommt der Moderator ans Set. Er wird auf einer Woge der Bereitschaft und der guten Laune vom Publikum empfangen. Und alle sind dann in so einem Zeitfenster derart Adrenalin angefüllt, dass die Sendung einfach mit einem Energieschub, mit einem schönen Effekt, mit einer richtigen zündenden Kraft beginnen kann. Kann aber auch schon mal länger dauern. Dazu eine Geschichte. Und wir hatten vorhin den Kahn der guten Laune mit dem legendären Achim Menzel. Wir waren in der Stadthalle zu Gera, der MDR, dicke, fette Show, Altprost, alles cool aufgefahren. Und die Sendung begann. Ich hatte ein schönes Warm-up hingelegt. Alle waren willens. Die Künstler standen in der Kulisse, warteten auf ihren Auftritt. Es gab die Anmoderation in der Sendung. Es gab den ersten Künstler. Es gab eine erneute Anmoderation. Es gab den zweiten Künstler. Und plötzlich wurde die Sendung abgebrochen. Und ich bekam auf mein Ohr die Information: Stefan, geh raus, unterhalte die Leute. Wir haben irgendeine Panne. Ich wusste nicht was. Ich also raus und habe dann die rund 800 Zuschauer in der Stadthalle zu Gera fröhlich erstmal unterhalten und bespaßt. Während ich vorne auf der Bühne stand und mit den Leuten sozusagen in Kontakt trat, waren hinten bereits in der Dekoration die Original-Oberkrainer und die warteten natürlich auf ihren Einsatz. Inzwischen kam immer noch mal die Information, kann noch länger dauern. Ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt nicht, auf was ich mich da nun hab einlassen dürfen. Denn wie sich herausstellte, war eine Kamera und das dazugehörige Objektiv komplett kaputt. Und man musste aus der Nachbarstadt ein Ersatzteil einfahren. Das heißt, das Ganze sollte eine Stunde dauern. Und während ich also auf der Bühne stand, lösten sich auch die Oberkrainer von ihrer Position in der Deko nicht. Die sind ja auch dienstbeflissen und professionell. Und irgendwann nach einer guten Dreiviertelstunde standen sie immer noch. Und ich dachte, nun greife ich mir die Oberkrainer ab. Und ich dichtete jedem Oberkrainer eine Story an, die er mit einem anderen Mitglied aus der Kapelle hätte haben können. Liebesgeschichten, Notenklau,
und all solche Sachen. Das endete darin, dass die Jungs sich beümmelt haben und dann auch zusammen mit mir gespielt haben und haben sozusagen live musikalisch performt. Das Publikum rastete aus. Irgendwann kam der Original-Oberkrainer Boss zu mir und sagte, dürfte ich denn auch was von Elvis spielen? Und ich sag, Alter, natürlich. Die Original-Oberkrainer haben Elvis gespielt. Nach einer Stunde waren die Leute, standen auf den Tischen und Bänken sozusagen und haben diese Pause derart abgefeiert, dass wir Schwierigkeiten hatten, dann in die Sendung wieder einsteigen zu können, weil einfach dieser Nebeneffekt, dieses improvisierte Päuschen, das eine Stunde dauern durfte, musste, konnte, war der Knaller. Also so viel zu Überbrückung und heute gibt es Überbrückungsgeld für die Solo-Selbstständigen. Damals gab es Überbrückungshilfen von mir und den Oberkrainern. Mann, war das der Knaller. Apropos der Knaller. Da gab es auch noch zu dieser Sendung eine junge Dame im Sommerkleidchen. Und die drückte sich immer unten in den Katakomben rum und musste sich irgendwo umziehen, weil keine Garderobe so richtig frei war. Und diese Dame, die hieß Helena Fischer. Helena Fischer. Den Namen habe ich schon mal gehört. Ja, aus Helena ist jetzt Helene geworden. Und die hatte damals, ich glaube, ihren zweiten oder dritten Fernsehauftritt. Das war unfassbar, wie schüchtern sie da war. Und dann und Drei-Wetter-Taft hatte da auch nicht unbedingt viel anzurichten. Aber es war halt eben sehr lustig. Ne? Und überbrückende Zeit, da fällt mir noch eine andere Geschichte ein. Im Eventpalast zu Leipzig, auch eine dicke Silvester-Produktion mit Ross Anthony. Und da wussten wir im Vorwege, wir haben eine zeitliche Verzögerung. Und da haben wir sozusagen das Warm-up ausgedehnt. Und ich habe mir einfach mal Ross und seinen musikalischen Gast, den Herrn Zarella, mit auf die Bühne geholt. Und da haben wir als Überbrückung mal den Original-Kumpel-Check mit den beiden gemacht. Und ich glaube, du hast da so einen Filmausschnitt mit. Den gucken wir uns jetzt mal an. Wenn wir schon so zwei gut aussehende, junge, schlanke, dynamische Kerle, Zwischenapplaus, auf der Bühne haben, dann wollen wir noch mal an die Brosis-Zeiten so ein bisschen anknüpfen, weil ihr seid ja sozusagen echte Partner gewesen auf der Bühne, ihr seid Privatpartner. Ja. Und wir wollen den Kumpelcheck mit euch beiden machen, ob ihr wirklich genau wisst, was der andere immer so im Schilde geführt hat oder noch im Schilde führt. Ja. Und damit wir auch die richtigen Schilder am Start haben, ein Giovanni-Schild, auf der Rückseite steht ein Name, den kannst du auch manchmal nutzen. Aber guck mal hier, das Schild mit Ross sieht so fantastisch aus. Und bitte stellt euch beide Rücken an Rücken. Okay. Es wird jetzt keine Choreo abgefordert. Ihr dürft aber so ein bisschen auf Tuchfühlung gehen, die Vibrationen des Kollegen spüren. Ich werde euch jetzt die ein oder andere Frage stellen. Ja. Die Requisite bringt auch gleich die Stange. Und weißt du was? Jetzt spielt auch noch ein Hundehaufen. Nein. Doch. Es ist nur Rasen und das ist unecht. Der Rasen, aus dem ich jedes Mal die Sachen von meinem Hund rausholen muss. Ich kenne mich damit sehr gut aus. Sehr gut. So, bevor jetzt der Hund nochmal einen Haufen legt, passt auf. England oder Italien, wo lebt es sich besser? Pizza, Pasta, Amore, schöne Mode, sì, dolce vita. Also, ich kann keine Antwort geben. Kann man gar nicht beantworten. Nein, weil ich finde Deutschland am besten. Ich finde Leipzig am besten und ich finde Leipzig am besten nämlich heute Abend. Genau. Leipzig ist am besten. So. Wir haben doch eine letzte Frage. Eine Frage noch, pass auf. Ja. Wer sieht am besten aus? Also, ich muss schon sagen, da hattet ihr Spaß. Ja, tolle Kollegen, tolles Publikum, tolles Ambiente. Also, das ist die Belohnung dafür, dass man schon 25 Jahre, oh, Silberhochzeit, die Leute aufwärmen darf. Das ist einfach so. Jetzt bist du ja jemand, der schon sehr, sehr lange im Showbusiness ist und auch eine eigene Show schon hatte. Und da drängt sich bei mir die Frage auf, willst du eigentlich nicht selbst mal irgendwie derjenige sein, der angeworben ab wird oder der selber eine Show macht oder selber eine eigene Serie oder whatever macht? Also erstmal muss ich eins sagen, du hast mich damals 1990 auch abgeworben. Hab ich von dir eine Show bekommen? Nein, ja, wir sind ich bin Prag nie bekannt geworden. Musst uns komische Pudel angucken. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch den Hundehaufen jetzt als Ausschnitt mit reingenommen. Weil, okay. Entsinnst du dich,
in Prag hatte nämlich einer von diesen weißen Pudeln auch einen Haufen hingemacht. Und obwohl er ein weißer Pudel war, war der Haufen nicht weiß, sondern er war eher, aber das ist eine andere Geschichte. Warm-up ist eine Dienstleistung. In dieser Dienstleistung hat man zu funktionieren und man kann bestimmte Lücken mit Eigenleben ausfüllen. Da komme ich aber nicht auf die Idee, so ein Warm-up nun dazu nutzen, dass ich andauernd daraus ein Bewerbungsgespräch mache. Und wenn ich selber sozusagen auf einer Bühne stattfinde, da habe ich in meiner bisherigen Legislaturperiode genügend Möglichkeiten gehabt, mich auf einer Bühne auszuleben. Und wenn ich tatsächlich im On vor der laufenden Kamera stattfinden sollte, dann natürlich nach meinen Spielregeln, weil dann möchte ich mich selber total neu erfinden und möchte Spaß haben. Und die Pandemie bot von Sommer 20 bis Sommer 21 die Möglichkeit, einfach da auch mal aktiv was zu machen. Du warst ja selber schon mal Gast in dieser unfassbaren Sendung, die mein DJ-Kollege aus den 80ern, Harry Sack, Hat Spaß gemacht. So, und wir haben da vor laufender Kamera die wahre Geschichte der 80er und 90er noch einmal rekapituliert, noch einmal erzählt aus dem Blickwinkel von zwei alten DJs und hatten da unfassbare Live-Skype-Gäste mit allem drum und dran, sei es Hot Chocolate, sei es Maggie Riley, Genghis Khan waren bei uns zu Gast, Roland Kaiser, du warst bei uns zu Gast und Die Reihenfolge finde ich echt gut. Das hat mir gefallen. Es muss auch eine Steigerung geben. Ne? müssen wir uns was einfallen lassen. Ja, genau. Aber damit deine Zuschauer vielleicht einen kleinen Eindruck bekommen, ich habe so ein paar Schnipsel, so ein paar Outtakes von so einem Teaser, von einem Appetithäppchen einfach mal zusammengestellt und kannst du mal abfahren, Fred. Immer. Flashback. Okay. Disco-Kugel läuft. Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt einen Teaser-Trailer, einen Werbespot für unsere nächste Sendung. Und weißt du, wen wir dabei haben, Harry? Ja. Vorher. Genghis Khan. Hey Reiter, Ho Reiter, immer weiter. 40 Jahre Genghis Khan. Die sind auch nachts geritten. Nein. Doch. Hallo? Wenn der Mond im Schatten steht. Ja. Mit einem Navigationsgerät wahrscheinlich. Ja. Die hatten 6 Tanten, die konnten sie fragen. 40 Jahre Genghis Khan. Außerdem klären wir auf Moonlight Shadow, warum raucht man auf der Bühne und was ist übrig geblieben von all dem Glanz der unfassbaren Hits von Maggie Riley. Die Maggie Riley bei uns im Star Talk. Merken. Moonlight Shadow, Genghis Khan und Moskau. Und zwar bei uns. Da war genug brauchbares, sendefähiges Material bei, okay. Bin ich von überzeugt, oder? Natürlich. Ja. Flashback. Naja, und ansonsten gibt es einfach auch, um sich auszuleben, das Live-Geschäft auf der Bühne. Und so eine Bühnensituation, sei es nun Theater, Comedy, Konzert, benötigt manchmal auch ein Warm-up. Und ich erinnere mich an eine coole Show, es war eine der ersten Shows von Mickey Krause, nachdem die Pandemie-Hygieneregelungen das auch zuließen und in Lohne, also nicht in Dinklage, auch nicht in Lohne-Dinklage, sondern in Lohne, im niedersächsischen Lohne, gibt es so ein Open-Air-Theater und da ist immer so eine lustige Kulisse aufgebaut, so Räuber-Hotzenplotz. Und wir haben sozusagen in der Kulisse vom Räuber-Hotzenplotz ein Mickey Krause-Konzert vor 250 Menschen in einem Refugium, wo sonst das Vierfache reinpasst, absolviert. Die Leute waren sozusagen positiv ausgehungert. Mickey hat brilliert vom Feinsten und da Mickey Krause selber früher Warm-Upper war bei Birte Carados, glaube ich, war es für ihn ein Pläsier und wir kennen uns auch schon ein paar Jahre und er sagt, komm Stefan, Alter, die Leute sollen einen Mehrwert haben, geh raus und mach mal alles klar. Und da hat ein Fan, hat mal auf die Kamera gedrückt und hat so ein kleines Schnipselchen mitgefilmt und im Hintergrund diese Räuber-Hotzenplotz-Deko in diesem Theater, köstlich. Fahr mal ab. Öffne dich, was für Bühnenfliege kommt nicht. Nicht so öffnen, du hast doch viel Alte dabei, das ist doch nicht wahr sein. Ja? Ja, wie lange seid ihr beiden schon zusammen? 20 Jahre. Du musst hier nicht mehr so lange, das passt ja schon. Ja. Alles klar. Kleiner Applaus, 20 Jahre und dann auch noch in die Pause angepackt. Das ist ja
Das war ein Wahnsinn. Ja, Stefan, da warst du ja eigentlich beim Micky Krauses Showpraktikant. Da fällt mir ein, der Elton, der war eigentlich bei Stefan Raab Showpraktikant. Und im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du mit ihm viel zu tun hast, aber ihr euch eigentlich im Grunde vorher noch nie gesehen hattet. Ja, absolut korrekt. Elton und Stefan, das sind sozusagen die beiden Königskinder. Wir haben zusammengearbeitet, sind uns aber offensichtlich da nie über den Weg gelaufen. Und das ist jetzt immer wieder so ein wiederkehrendes Thema, was Elton und ich bequatschen. Und an unseren ersten gemeinschaftlichen Brötchengeber im Medienbereich, nämlich ein Radiosender, da kann sich Elton noch ganz gut dran erinnern. Ja, das müsste, wenn, dann bei Delta Radio gewesen sein. Wobei ich da in der Sportredaktion war und nur relativ kurz in der Musikredaktion, da durfte ich den Live-CDs mal sortieren. Das war meine Aufgabe, alle CDs durchzugehen und sortiere mal alle nach Live-CDs raus. Da aber der Kollege ja eher, ja, für eine Musik zuständig war, die ich nicht so gehört habe, eher so langsamer Rock vielleicht überhaupt, sind wir uns da wahrscheinlich nie über den Weg gelaufen, weil es musikalisch irgendwie nicht funktioniert hat. Zeitlich bestimmt. Und als Elton ganz, ganz jung war, also sozusagen pubertierend, noch mit Pubertätsflaum und vielleicht mit dem einen oder anderen Pickel, der kommt ja aus dem alten Land, und das ist südlich von der Elbe. Und er ist natürlich auch in irgendwelche Freizeitaktivitäten verwickelt gewesen, in lustige Disco-Situationen. Und da ich in den 80ern aufgelegt habe, bin ich da als DJ ihm sozusagen auch schon über den Weg gelaufen. Und sogar dazu hat Elton noch ein paar Namen von den Diskotheken, in denen das also passiert ist. Naja, das war so ein bisschen nach dem Motto, er liebt den DJ, denn er hat ja hin und wieder tatsächlich auch Jobs angenommen und in den Dorfdiskotheken Platten aufgelegt, damals noch wahre Platten. Hier, ich weiß nicht, Tartöff sowas vielleicht, Bevan, Metropol in Stade, das waren so meine, Micmac Moisburg, das waren so meine Stationen. Zugegeben, auch da wurde ja auch eher den Pop Eurodance-Musik gespielt dann. Auch nicht unbedingt meine Gitarrenmusik, aber vielleicht haben wir da sogar uns schon mal zugeprostet. Na, darauf einen Toast. Ich sag mal Prost, das ist ja wie beim 90. Geburtstag. Same procedure as last year. Und wenn ich dir in die Pupille gucke, Fred, dann muss ich immer an Mr. Pomeroy denken. Oder sogar an den Butler, weißt du? Ne? Ah, cheers. Okay. Cheers, Miss Sophie. Stefan, wir kommen langsam zum Ende. Es gibt so viel zu erzählen, da könnte man eigentlich 3 Sendungen draus machen. Aber wenn ich das alles mal so zusammenfasse, dann ist das ein richtiger Job. Das ist also nicht so, dass man denkt, wenn man beim Geburtstag von seinem Verwandten da ein bisschen was erzählt und vielleicht den einen oder anderen Witz mal loslässt, dass man dafür geeignet ist. Man muss natürlich sich in das Gesamte einfügen und muss sehen, wie man mit der Situation zurechtkommt. Ja, wie ist das eigentlich momentan in der Corona-Situation? Ich habe im Fernsehen gesehen, Person, Pappfigur, Person, Pappfigur. Ist das ein anderes Arbeiten? Nein. Ich bin für 15 Leute da, für 150, für 1500 oder für 15.000 Leute. Das macht wahrlich keinen Unterschied, weil derjenige, der vor Ort ist, und sich aussucht, ich möchte dabei sein, der hat auch das absolute Recht, so hundertprozentig bedient zu werden. Und insofern ist meine Darbietung unabhängig von der Zahl. Und ich freue mich, wenn ich einen, zwei oder sogar alle auf einmal erreichen kann. Da zeigt sich der Profi. Deine Zukunftspläne, du bist ja noch gnadenlos jung, im Gegensatz zum Showbusiness-Rentner hier. Erzähl mal. Also, wir beide stammen ja noch aus den analogen Zeitberechnungen. Früher gab es so alle 7 Jahre einen Wechsel. In der Kneipe wurde dann mal irgendwie aus dem Zigeunerschnitzel, das darf man nicht sagen, ein Wiener Schnitzel. Ja. Es wurde mal ein bisschen Farbe ausgetauscht und das war der Trendwechsel. Ganz langsam ging es auch bei den Rocklängen zu. Heutzutage sind nicht alle 7 Jahre, sondern im Prinzip 7 Mal pro Jahr die Veränderung da. Es ist alles schnelllebig
Und was ich vorhin schon zu Beginn sagte, ich versuche einfach zukünftig mein analoges Gefühl und die Kontinuität aufrechtzuerhalten, um einfach auch ein bisschen Ruhe ins Geschäft und auch Ruhe in mein Leben zu bringen, um sich zu entschleunigen. Und die Entschleunigung ist sozusagen mein Auftraggeber für die zukünftigen Abwicklungen. Und ich werde genauso wie du so lange nicht locker lassen, solange ich einfach innerbetrieblich in meinem Körper merke, die Flamme lodert. Ja, Stefan Wolle, wer ist das? Das ist an sich eine gute Frage. Im Prinzip ist er sich immer treu geblieben. Von Anfang an, er labert einfach viel. Und genau diese Kunst, es ist ja auch eine Kunst, viel zu reden, mal Blödsinn, aber auch viel ernste Sachen, diese Kunst, viel zu reden, hat er jetzt zu seinem Job gemacht und ist jetzt ein sensationell guter Warm-Upper geworden.